Die normalen Kondensstreifen, also nicht die mit Chemikalien versetzten, diese Kondensstreifen treten aufgrund kalter Luft bei minus 30 Grad Celsius auf. Dazu muss man sich in großer Höhe befinden, ungefähr bei 9 Kilometern. Die Abgase enthalten zudem Kohlenstoffdioxid und Wasserdampf. Daraus entstehen Eiskristalle und das ist der weiße Streifen hinter den Flugzeugen. Die Eiskristalle erwärmen sich, lösen sich auf und die Streifen verschwinden. Das dauert höchstens eine Minute. Was wir jetzt beobachten können, und zuerst konnte ich es gar nicht glauben, ist nicht mehr normal, ist natürlich. Irgendetwas passiert da. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt oder warum sie es machen, aber ich kann es bezeugen, dass es nicht natürlich und nicht normal ist. Irgendjemand beeinflusst das Geschehen von außen. Vielen Dank. Ich bin hier, um zu bezeugen, dass es die Chemtrails wirklich gibt. Es sind keine Kondensstreifen und sie sprühen fast jeden Tag. Ich habe mir die Wolken und die Sprühvorgänge angesehen und ich muss Ihnen mitteilen, dass diese Verunreinigung, die da auf uns herunterkommt, eine sehr, sehr große Gefahr bedeutet. Schaut nach oben. Als Pilot schaue ich immer nach oben, bevor ich fliege. Und ich sage euch, Junge, Junge, die arbeiten wirklich hart an dieser Sache. Wenn Sie nach oben zur Sonne schauen und einen weißen Dunst sehen, dann ist das Aluminium, das in der Luft schwebt und es kommt von den Flugzeugen. Wir finden große Mengen von Aluminium, weil diese Chemtrails Aluminium, Strontium, Barium und Mangan enthalten. Angeblich kommt Aluminium ja überall vor, normalerweise aber nur in gebundener Form. Freies Aluminium kommt im Normalfall nicht vor. Trotzdem finden wir riesige Mengen von freiem Aluminium im Boden. Das kann gar nicht natürlich sein.